Kann man Lean Management intuitiv leben oder braucht es immer langjährige Ausbildungen? Zu diesem Thema habe ich heute einen besonderen Gast, der uns ganz viel aus seinem bisherigen Berufsleben verraten wird. Begrüßen Sie mit mir Semya Özpembe in einer neuen Folge von Schröder fragt nach. Semya, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit ans Mikrofon zu kommen und fürs gemeinsame Gespräch zum Thema Lean entsprechend intuitiv leben. Jetzt nicht, dass man sagt, man konnte es mit der riesigen Mannschaft vor lauter Black Belts irgendwo hin, sondern einfach das, was mit ganz viel gesunden Menschenverstand und so weiter zu tun hat. Magst du dich heute mal kurz vorstellen zu unseren Zuschauern? Ja, gerne. Also ich bin die Semya. Ich komme aus Frankfurt, bin gelernte Hotelfachfrau, bin 43 Jahre alt und habe jetzt zuletzt in der Baugradvermietung gearbeitet. Ist branchentechnisch absolut meins. Ich habe aber festgestellt, dass mir im Laufe meiner beruflichen Laufbahn einfach irgendwas fehlte. Ich bin so ein strukturierter Mensch. Ich mag das, wenn Chaos herrscht und ich Ordnung reinbringen darf, wenn ich kreativ sein darf und Arbeitsprozesse gestalten darf. Und in der mittleren Führungsriege ist es zwar sehr schön, aber da ist mein Hebel nicht lang genug. Und eine Veränderung beginnt ja immer erstmal bei uns selbst. Ja, und da habe ich mir gedacht, so, ich lerne nicht aus. Ich bin sowieso jemand, der gern dazu lernt und habe mich für eine Weiterbildung in den Bereichen Lean Management, Change Management, aber auch modernem Leadership weiterzubilden. Und das Ganze dann auch nochmal mit dem aktuellen Stand von kaufmännischen Grundlagen, BWL und IT-Sicherheit abzurunden, damit ich so für die nächsthöhere Instanz, die ich so anstrebe, einfach allumfassend up-to-date bin. Das war mir absolut wichtig, bevor ich diesen Weg anstrebe. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es macht dir ganz besonders viel Freude, wenn du ins Chaos die Struktur bringen kannst. Ja. Und gleichzeitig auch, dass du jetzt quasi diese Weiterbildungen machst und so weiter. Was bedeutet es für dich eigentlich, dieses Lean-Management, diese kontinuierliche Verbesserung, das intuitiv zu leben? Was heißt für dich da diese Intuition? Das für mich intuitiv zu, na gut, ne? Dadurch, dass ich ja schon dieser strukturierte, beständige Lerntyp bin, habe ich schon mal eine sehr offene Fehlerkultur. Na, und das ist es ja auch, was es in Unternehmen heutzutage braucht. Du brauchst eine offene Fehlerkultur. Das ist für mich so das A und O, weil durch Fehler, ne, wer keine Fehler macht, arbeitet nicht. Und wer keine Fehler macht, kann auch nicht rausfinden, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist wie, wenn du einem kleinen Kind im Lernprozess zuschaust. Und das ist einfach eine Leidenschaft, ne? Weil du hast ja dadurch auch eine Steigerung von Zufriedenheit von Mitarbeitern. Du lernst Menschen kennen über die Denkprozesse, über die Ideen, über die Kreativität. Du kannst sie bedürfnisorientiert führen, aber auch einsetzen, was sich letztendlich dann auch in den Zahlen bemerkbar macht und in der Dauer der Zugehörigkeit von Mitarbeitern. Und das ist einfach für mich das oberste Ziel und das höchste Gut, was man dabei erleben kann. Jetzt hast du gerade gesagt, dass diese offene Fehlerkultur ganz, ganz wichtiger Bestandteil dabei ist, dass man sowas intuitiv leben kann. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt über dieses Thema Lean Management und so weiter vernünftig reden kann und dass man das auch wirklich dann einführen kann? Ist das für dich so ein Startpunkt, so ein wichtiger, diese offene Fehlerkultur? Ja, es ist ein wichtiger Startpunkt. Es ist aber auch ein wichtiger Punkt generell. Für mich ist Lean nicht nur eine Fehlerkultur. Es ist ja auch, es muss irgendwo klar sein, dass Lean an der gesamten Unternehmenskultur ansetzt, inklusive Fehlerkultur. Na, das sollte als neuer Weg verstanden werden und nicht nur als Werkzeug. Das sollte Teil der Unternehmens-DNA, wenn ich es mal so sagen kann.
verstanden werden und es muss von oben her absolut klar sein. Sonst kannst du mit Lean bedeutet ja kontinuierliche Verbesserung. Und das bringt eine offene, soll, fordert eine offene Unternehmenskultur. Das fordert eine positive Fehlerkultur und Lernbereitschaft, weil es ja auch neu ist. Genau, das hast du ja schon ganz viele verschiedene Unternehmen gesehen und auch verschiedene Branchen und so weiter. Gibt es da Unterschiede in dieser Fehlerkultur? Gibt es da vielleicht, oder liegt es tatsächlich dann an den Unternehmen selber und an der Führung in den Unternehmen? Oder ist das auch ein bisschen branchenabhängig, das Thema Fehlerkultur? Wie würdest du das sehen? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall führungsabhängig in erster Linie. Na? Das ist, natürlich gibt es Unterschiede in den Branchen. Ich habe ursprünglich mal Hotelfachfrau gelernt, musste dann aufgrund von einem Arbeitsunfall mich komplett neu orientieren. Bin in die Finanzbranche, in unterschiedlichste Bereiche von Banking über Real Estate, aufgrund von befristeten Verträgen, Arbeitnehmerüberlassungen, um erstmal reinzufinden, gestoßen und letztendlich in der Baubranche gelandet, wo ich mich auch absolut zu Hause fühle. Das war für mich so die ehrlichste Branche überhaupt, ähnlich der Gastronomie. Und ich muss sagen, Geschäftsführer, die sehen zwar viele Problematiken, betrachten aber alles sehr faktisch, ne? Sehr zahlenbezogen. Und man sieht es ja auf LinkedIn beispielsweise, da schreit alle Welt nach Soft Skills in den Führungsriegen. Soft Skills, Soft Skills, Leadership, Leadership, ne? Recruiting muss optimiert werden. Es fallen viel zu viele potenzielle Kandidaten durchs Raster. Simon Sinek sagt, you don't hire for skills, you hire for attitude. Na, das ist so ein Trend, der sich positiv entwickelt, wo ich dann auch meine Chancen sehe. Und ich würde sagen, so Finanzbereich, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, aber ich glaube, die sind manchmal, ja, man fühlt sich leicht angegriffener als jetzt in einem Handwerk. Ne? Da ist man ja generell in der Kommunikation ein bisschen, da ist die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, das Gemüt ist alles ein bisschen entspannter, es geht auch mal rauer und offener, ehrlicher zu, während alles andere ein bisschen gesitteter ist. Und da gibt es deutliche Unterschiede. Siehst du da bestimmte Rollen oder Routinen, die dabei helfen, auch diese Fehlerkultur zu entwickeln und den Boden zu bereiten, dass eben Lean und kontinuierliche Verbesserungen in den Unternehmen wirklich gelebt werden kann? Also man kann ja jetzt auf der einen Seite sagen, ich mache jetzt hier ein großes Lean-Programm, ja, und dann sagen die Mitarbeiter, es wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Man kann sie aber auch einfach fördern, indem es auch vorlebt und so weiter. Welche Rolle spielen da Routinen und Rituale da bei dir? Wie siehst du das? Mal so durch Routinen gewöhne ich langsam an die Sache. Ne? Ich fange klein an, ich lasse die Leute vielleicht auch erst mal, ich frage sie, wo drückt der Schuh, was würdet ihr machen? Ich könnte kleine Veränderungen anstreben. Na, kann die dann auch in die Standards einfließen lassen. Somit habe ich schon mal eine gewisse Offenheit geschaffen, weil sie durften es selbst kreieren und können sagen, hey, das haben wir gemacht, ganz alleine und das ist sogar ein Standard. Na, das ist Wertschätzung. Und durch Rituale wie jetzt beispielsweise Erfolge feiern, ist für mich ein ganz klares Ding, ne? Dass ich sage, hey Mensch, ihr seid so schnell geworden. Wir haben eine Umsatzsteigerung von Summe X erreicht. Aufgrund der tollen Leistung von euch und euren Feedbacks habe ich jetzt festgestellt, euch fehlt das, das, das. Und das haben wir alles auf den Schirm genommen und kaufen jetzt als erstes zum Beispiel Werkzeuge XY für die Werkstatt
um auf eure Gesundheit zu achten, damit Mitarbeiter auch feststellen, okay, die sehen unsere Erfolge, die tun das wertschätzen, wir kriegen das aufgezeigt, sogar was wir erreicht haben und haben auch noch was im Arbeitsalltag davon. Na, weil mein Ziel ist es ja, dass meine Mitarbeiter so gesund und zufrieden wie möglich sind und so langfristig wie möglich für mich arbeiten können. Und da gibt es einige Hilfsmittel, die durchaus teuer sind, aber da lohnt sich eine Investition hier und da, vor allen Dingen, wenn ich das Plus erwirtschaftet bekommen habe. Ja, aber das hast du ja durch deine Führung, durch deine Intuition schon die Mitarbeiter dahin bekommen, dass die eben vielleicht auch adressieren, was sie vielleicht brauchen oder sie anders machen würden und so weiter. Ich habe es aber auch schon fest, also wirklich erlebt halt in Betrieben, wo ich letztendlich war, dass man sich eingerichtet hat, naja, es ist halt so und es ist ja eigentlich ganz gut so, wie es ist. Also diesen Peaks, ja, dass man eben sagt, hey, ich mache diesen Schwachsinn so nicht mehr mit. Der fehlt halt manchmal auch. Wie kriegst du sowas hin, dass du die da aufmachst, die Leute, dass die offen sind und dass die eben genau dann die Dinge adressieren und dass die auch an den Punkt kommen und sagen, so mache ich das nicht mehr mit? Also da sind die Mitarbeiter weniger das Problem. Ich hatte bisher eigentlich eher dann die Schwierigkeiten mit oberen Führungsriegen, weil ich zum einen, man ist nicht in der Position, man hat das nicht als Zuständigkeitsbereich. Man kommuniziert das an die nächsthöhere Position, jetzt bereichsunabhängig, egal wo ich bisher gearbeitet habe. Ich bin immer an meinen direkten Vorgesetzten gegangen, habe Optionen aufgezeigt. Da hört man sehr oft, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Und mit so einer Einstellung verläuft sich das dann auch oft im Sande. Also der Dienstweg killt die Kreativität dann, um es auf den Punkt zu bringen wahrscheinlich, oder? Kultur frisst Strategie zum Frühstück, wie Drucker so schön sagte, ne? Ja, genau, so ist es. Mitarbeiter, die wollen ja ihr Leben erleichtern. Da stoße ich grundsätzlich, egal wo, immer auf mehr Offenheit. Ich würde mir das auch von oben wünschen. Hast du da vielleicht aus deinem bisherigen Berufsleben so Tricks, was so Kommunikationsstrategien angeht, wie du dann vielleicht dann doch die Leute, vor allem die Führungsmannschaft, dahin bewegst, das zumindest mal auszuprobieren? Ja, es gibt ja so kleine Bereiche, die kannst du einfach abdecken. Ne? Ich verändere dann Kleinigkeiten, die nicht allzu tiefgreifend sind und kommuniziere gerne mit den Abteilungen, die mit mir aktiv zusammenarbeiten. Das Erste, was ich höre, ach, das hat mich aber noch nie einer gefragt. Dann sage ich, siehst du mal, ich war ja bisher auch noch nicht hier, mein Schatz. Und dann kommuniziert man, was brauchst du denn von mir, damit wir das tun können? Und dann gehe ich auch in die anderen Abteilungen, ne? Beispielsweise Onboarding-Prozess, Ansprechpartner direkt, Personalabteilung und IT. Das sind so die ersten. Richtig, ja, gerade beim Thema Onboarding kann es beim Personalabteilung manchmal schwierig sein, ne? Ach, ich hatte da nie Probleme. Das sind meistens ganz tolle Mädels mit ganz starken Nerven, weil sie viel, viel aushalten müssen. Mit dem Verständnis muss man auch gerade in diese beiden Abteilungen reingehen. Ja, weil ich sag mal so, eine Personalabteilung und die IT bezeichne ich, ohne das Böse zu meinen, gerne als emotionalen Mülleimer von einem Unternehmen. Die haben so viel schlechte Energien und Frustration, die jeden Tag auf die einprasseln. Und kein Mensch kann immer nett sein. Man muss auch mal sehen können, was ist eigentlich deren Arbeitspensum, was die leisten müssen. Ich kann nicht nur auf meinem Schachbrett gucken, ne? Deswegen gehe ich auch gerade dahin. Oder ne, wenn ich dann sehe, die sind im Stress, dann sage ich, du, ist es wichtig, aber wann passt es dir denn? Dann komme ich später wieder. Magst mich in einer halben Stunde vielleicht nochmal rüberrufen? Ich komme auch zu dir, gar kein Problem.
Na, das ist einfach Offenheit. Na, oder wenn du ein Problem hast, ich sage immer, ich habe hier einen Bug, der sitzt im Schnitt 60 Zentimeter vom Bildschirm entfernt. Ich glaube, da musst du mal ein Datenproblem lösen. Na, und dann fangen die schon an zu lachen, weil man sich Mühe gibt und selber über sich lachen kann und höflich ist. Na? Und die einfach integriert auch ein bisschen. Und damit kommt man, glaube ich, sehr weit. Und wenn der Prozess dann läuft und Mitarbeiter zufriedener sind, es spiegelt sich ja auch in den höheren Riegen wieder. Ne? Dann heißt es, ja, wie sieht es denn aus die Woche an die Personalabteilung? Ja, die kommen dann und sagen, Mensch, die Sammy, ne, die Semja, die war die, ich bin noch nie gefragt worden, ne? Und komischerweise, die hat mir noch einen Vorschlag gemacht, das lief so toll, wollen wir das nicht übernehmen? Ne? Und dann fragen die sich auch manchmal durch die anderen Abteilungen durch oder fragen dann Mitarbeiter. Und dann wird man auch schon mal angesprochen, wenn einer wirklich offen ist und sagt, sag mal, was hast du denn da gemacht? Ne? Und dann erkläre ich das. Und dann das sind dann die schönen Feedbacks, ne? Ja, natürlich. Also so deutsche Mentalität ist ja, wenn du gar nichts hörst, ist das beste Lob. Ja, nicht geschimpftes Lob genug, ne? Ja, genau. Nicht geschimpftes Lob genug, aber ich sag mal so, du kannst auch, tu Gutes und zeig es auch. Na, die müssen erst mal sehen, ach, ich habe da einen Profit. Ach, das ist ja schneller gelaufen. Na, und die wollen dann die Zahlen sehen. Und wenn du die dann schlauerweise schon vorbereitet hast und sagen konntest, ich habe den Prozess jetzt um so und so viele Stunden pro Mitarbeiter damit dezimiert, was die so im Schnitt bekommen, das wisst ihr besser als ich. Aber so Pi mal Daumen gerechnet würde ich sagen, so und so viel habe ich euch damit eingespart. Na, das wollen die erste mal sehen. Gibt es jetzt im Rahmen von deiner Ausbildung Lean-Techniken, die du jetzt als Lean-Techniken quasi kennengelernt hast, die du aber vorher eigentlich schon ja aus der Intuition raus angewendet hast? Und wenn ja, welche waren das? Das würde mich sehr interessieren. Also in erster Linie 5S. Mhm. Das ist mir in der Hotelausbildung und später im Management begegnet. Wir hatten eine der größten Schulungsküchen im Frankfurter Raum und es gab damals einen ganz tollen Ausbilder, der Herr Wasser, vielleicht sieht er das ja irgendwann, hatte uns ein Shadowboard in die Schulungsküchen gebaut. Und was auch, das hat mehrere Sachen gleichzeitig erfüllt. Zum einen konnten die Teilnehmer gleich sehen, was gehört wohin, was fehlt denn überhaupt noch. Auch die Köche, die das veranstaltet haben. Dann hat es auch für eine schöne Gruppendynamik gesorgt, weil vollkommen Fremde ganz locker zusammenarbeiten konnten. Es war alles klar strukturiert und es war für die meistens so ein schönes Zusammenarbeitserlebnis, dass das auch richtig gut fürs Geschäft war. Weil das ist die perfekte Marketingstrategie, wenn ich über Ordnung, Klarheit, Transparenz, so eine Zufriedenheit erzeuge, dass sich's rumspricht. Ne? Das ist so das Erste. Und ansonsten im indirekten Bereich bin ich in der Finanzbranche da begegnet. Das war dann 5S im indirekten Bereich. Da hatte ich einen Prokuristen, mit dem habe ich zusammengesessen. Der hat aber auch in Asien schon gearbeitet gehabt. Das hat er wahrscheinlich für sich dort, von dort mitgebracht, dass man sagt, okay, wir strukturieren jetzt alle Ordner nach Investmentfonds, nach Projekten, nach allem, was so anfällt und machen die Ordnerstrukturen gleich. Dann schauen wir am besten mal, wie wir eine einheitliche Datenbenennung kreieren können, sodass unabhängig, wer für welchen Fonds, wer für welches Projekt im Asset Management zuständig ist, dass du sofort drauf zugreifen kannst
Das habe ich dann in die Aktenordnerstrukturen auch noch mit übernommen, was dann später auch die Auslagerung von dem Ganzen erleichtert hat oder mir den Rechnungsprozess einfach erleichtert hat, weil ich war immer erst für zwei, dann für einen dritten Investmentfonds für die Rechnungsbearbeitung zuständig. Und ich musste das strukturieren. Na, es gab Zahlungsverzug, es gab Doppelberechnungen. Das war alles noch relativ klein und im Ausbau. Und ich muss sagen, da ging vieles unter. Und ich habe dann festgestellt, dass ich durch diese vorgelebte Struktur und diese Anregung selber kreativ geworden bin und konnte dann im Nachgang auch richtig viel Geld sparen. Und im Handwerk ist 5S ja allgegenwärtig. Also ich habe noch nie eine Werkstatt gesehen, wo das nicht so war, zumindest ansatzweise. Ich schon. Dann musste man ganz viel arbeiten dort. Es gibt Ja, gut. Werkstätten und Werkstätten. Also es gibt Kfz-Schrauber, sag ich mal, nicht die großen Vertragswerkstätten. Die werden auf jeden Fall geschult, ja, durch die OEMs quasi, wie sie letztendlich ihre Werkstatt organisieren sollen. Aber so Ja. die freien Werkstätten, die also hinten im Hof schrauben, da gibt es auch Werkstätten ohne 5S. Ja, da war nie einer besser als mein Großvater. Ja, oder auch bei Schreinern zum Beispiel oder ähnliches, also Holzverarbeitung halt. Also den Meister Eder, den gibt es tatsächlich noch oft genug in diesem Land, glaube ich, mit seiner Werkstatt. Ja, die würden mir aber Spaß machen. Ja, bloß zum Geld verdienen und Lebensunterhalt bestreiten, damit wird es halt schwierig werden dann irgendwann, ne? Also als Hobby auf jeden Fall, also das ist ganz klar. Aber ansonsten denen zu helfen, das zu organisieren, das ist eine super Sache einfach. Ja. Wenn du das so schön strukturiert hast und so weiter, wie war die Reaktion drauf von Leuten, die jetzt nicht aus deinem Bereich selber kamen, sondern sagen wir mal so, die jetzt Nachbarbereiche waren, die es gesehen haben oder einfach mal Gäste waren aus einem anderen Standort oder sowas? Haben die das dann bemerkt? Haben die das mitgenommen? Konntest du, dass wir dieses Feuer entzünden? Also wenn es um Akten geht, da hat ja erstmal im indirekten Bereich jeder seine eigene Ordnung. Na, jeder beherrscht sein eigenes Chaos am besten und das ist das erste Mal das, womit man sich am wohlsten fühlt. Das ist aber auch der Bereich, wo man am meisten Ablehnung und Widerstand erfährt, weil na, wenn ich jetzt zur Kollegin XY ins Büro gehe und sage, du Mensch, na, das ist aber nicht so toll, wie sich bei dir alles in deinem Container stapelt. Wollen wir das nicht mal? Die sind zwar dann bereitwillig und legen dir den ganzen Stapel vor die Füße und sagen, mache mal. Aber wehe, es geht an die bestehenden Aktenordner, die vielleicht noch gar nicht so viele sind. Da habe ich einfach gemerkt, dass es hilft, wenn du schon mal anfängst. Und spätestens, wenn die zu dir kommen, du hast es ja vorgelebt, du hast es schon gemacht, die kommen zu dir, wollen irgendwas, du greifst in eine Akte, schlägst sie auf und hast sofort alles griffbereit, während die Kollegin noch fleißig hier am Papierchen sortieren ist und sehr lange braucht, obwohl sie es für sich ja effizient strukturiert hat. Dann sagen die schon immer, sag mal, warum findest du deine Sachen eigentlich immer? Na, dann gibt es ja auch, kommt der Nächste, der springt vielleicht auf dieses Schiffchen mit auf und na, dann sind immer mehr, die partizipieren, die zufrieden sind und dann kommt vielleicht auch der größte Skeptiker und hakt mal nach. Und dann sage ich, ach, weißt du was, was hältst du davon, wenn wir uns bei einem Kaffee und ein paar Keksen oder wir holen uns was vom Bäcker einfach mal bei dir hinsetzen und ich helfe dir bei den ersten zwei, drei Ordnern. Ja, das können wir ja schon machen, wie du willst, aber wir haben so eine gewisse Vorgabe, die man halt einhalten sollte, damit
deine Vertretung das vielleicht auch sofort findet. Manchmal kann auch Job Rotation und Vertretungsaufgaben dabei helfen, weil die sehen ja dann, ne? Ist ein ganz tolles Instrument, Job Rotation. Na, wenn A-Hörnchen sieht, wie B-Hörnchen arbeitet und ich finde mich da ohne große Absprache zurecht, die nehmen da schon was für sich mit. Na, das ist einfach dieses Vorleben. Das ist es A und O, glaube ich. Und da ist es auch auf Geschäftsführungsebene wichtig, dass ich da beginne. Naja, die haben ja auch genügend Akten, wenn es virtuelle Akten sind. Also, und wenn es alleine der Outlook-Terminkalender ist, den man ja sinnvoll strukturieren könnte nach entsprechenden Kategorien oder ähnliches halt und das auch wieder als Standard wirklich einhält dann noch. Ja, genau. Das ist halt wichtig, die eigenen Standards vorzuleben. Ne? Das ist im Prinzip ist es, ich vergleiche das gerne mit Kinderpädagogik. Der Geschäftsführer ist der Vater und die Mitarbeiter sind ganz, ganz viele Kinder. Und ich kann zu Hause auch nicht sagen, du, das ist nicht gut. Und ein Kind ist aber mit sowas wesentlich pragmatischer. Die stellen direkt die Frage, aber warum machst du das? Ne? Und das mag ich an Kindern. Das würde ich mir bei Mitarbeitern auch öfter wünschen, dass die man ne, ein bisschen Offenheit, Ehrlichkeit und klarer zu kommunizieren, muss ja nicht gleich respektlos und unhöflich sein. Aber einfach mal Butter bei die Fische und Tacheles reden, das ist mir am liebsten. Mir scheint, dir liegt da so eine Anekdote gerade auf den Lippen, die du vielleicht mit uns teilen möchtest. Ja, mein Opa, der hat immer gesagt, ne, so wer nichts schafft, der macht keine Fehler. Oder wer keine Fehler macht, der arbeitet auch nicht. Zeit ist Geld. Und Ordnung ist das halbe Leben, ne? Das war immer sein Motto, egal wobei. Und ne, er hat gesagt, du weißt, wie die Jungs sind, du gerade als Mädchen, ne, gebürtiger hessischer deutscher Mann, du als Mädchen, du musst da mit der Ordnung besonders schön drauf achten. Und ich habe mit ihm sehr viel Zeit in seiner Werkstatt verbracht, so mit 4, 5. Ich hatte meinen eigenen Bereich mit Werkzeugen, da durfte ich ungefragt dran gehen, unter Aufsicht. Alles andere musste ich fragen. Der hat mir erstens gezeigt, dass man alles, was man nimmt, im erhaltenen Zustand wieder zurückgibt, wenn nicht sogar in besserer Verfassung, dass man seine Arbeitsbereiche ordentlich hält. Der hat auch 5S total gelebt. Der hatte nicht nur seine Werkzeuge an der Wand strukturiert, der hat die unterschiedlichen Arbeitsbereiche gehabt. Na, hier brauche ich einen Schraubstock, da habe ich die Schleifmaschine. Ein Stückchen weiter habe ich den Bohrer in der Spannvorrichtung, wo ich auch Metall bohren kann. Mit einer Hebesenkmechanik, dann ein Stückchen weiter die Drehbank. Und zu jeder Arbeitsstation waren die Handwerkzeuge vorhanden, direkt über einem. Die notwendigsten Hilfsmittel, Materialien, Baumaterialien, Schräubchen, was zum Löten oder Sonstiges, das war immer oberhalb und unterhalb einsortiert. Gröbere Baumaterialien, Holzstücke etc. in einem Regal und alles, was nicht regelmäßig gebraucht wurde. Damit hat er sich die Werkstatt gar nicht erst zugeräumt. Da hieß es, Mädchen, auf, wir gehen an den Baustoffhof. Und ich habe mich dann immer gefreut. Ne? Da hat mein Opa seinen Blaumann angezogen, ich meine blaue Latzhose. Und dann bin ich 10 Meter größer, stolz wie sonst was, mit Opa auf den Baustoffhof. Und er hat mich dann auch immer suchen lassen. Guck mal, ob du das findest. Ne? Oder wenn ich dann schon wusste, wo was ist, bin ich immer hingegangen und habe gesagt, wir brauchen so und so viel davon. Wir brauchen so und so viel davon. Ich möchte gerne so und so viel von den und den Schrauben.
Und das hat mich natürlich auch für den Rest meines Lebens geprägt, ne? Es hat Selbstbewusstsein gegeben, Klarheit, was möchte ich? Ne? Es hat mich gelehrt, auch mit Fremden einfach zu kommunizieren, wenn man irgendwo hinkommt und höflich zu sein, sich vorzustellen vor allen Dingen. Also wenn man sich als neue Vorgesetzte in einem Handwerksbetrieb oder in der Baubranche nicht vorstellt, dann hat man keine guten Karten. Ja, das kann ich unterstreichen. Das ist absolut so. Das ist absolut so. Siehst du spezifische Herausforderungen, wenn man jetzt Lean intuitiv anwenden möchte, ohne dass man jetzt da ein riesiges Programm draus macht? Oder sagst du, naja, fangt halt an und schaut, wie weit ihr kommt und schaltet einfach den gesunden Menschenverstand ein? Wie siehst du das? Auf was sollte man auf jeden Fall achten? Kleine Schritte. Genau erstmal überlegen, was möchte ich? Ich brauche Ziele. Für diese Ziele brauche ich einen Plan. Dann muss ich mir überlegen, was ist überhaupt meine Botschaft? Was möchte ich den Leuten damit vermitteln? Weil Lean Management ist sehr produktionsgeprägt und ist ja auch mit Ängsten verbunden, ne? Das ist so, oh mein Gott, Arbeitsplätze fallen weg, wenn die hier jetzt anfangen zu optimieren bis Ultimo. Das kann aber auch Überlastung einzelner Mitarbeiter und sowas erzeugt ja schon direkten Widerstand. Und da ist es einfach wichtig, Transparenz, Kommunikation. Na, klein, erstmal klein anfangen, ganz klar transportieren. Das ist ein Hilfsmittel, um euch die Arbeit zu erleichtern. Ihr arbeitet super. Ihr habt ganz tolle Ideen. Na, vorher vielleicht auch mal kommunizieren und schauen, was denken die Leute, die letztendlich das ausführen müssen, dass man denen nicht das Gefühl gibt, ihr arbeitet alle ineffektiv und nicht effizient genug. Und deshalb müssen wir. Nee, es ist eher umgekehrt. Ihr arbeitet super und ich werde euch helfen, das noch effizienter zu machen. Ja, Na, probiert's aus. das ist ja auch mit diesem furchtbaren Wort Verschwendung immer da. Ja. Dieses Muda übersetzen über das englische Waste zum Verschwendung, ich finde das furchtbar. Da hat er die Marie Furukawa Kaspari geschrieben, das ist eigentlich nicht gemeint mit Verschwendung, sondern dieses für die Katz arbeiten, sich selber ein Bein stellen, ja, unnötigen Aufwand betreiben. Das Ja. trifft sehr viel, viel mehr und das ist, glaube ich, auch sehr viel respektvoller gegenüber den Leuten. Du sagst, hey, wie können wir so organisieren, dass wir uns jetzt selber jedes Mal ein Bein stellen, sondern dass es vielleicht leichter von der Hand geht, statt du magst da Verschwendung. Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist so. Dieser Widerstand ist, glaube ich, meistens selbst kreiert. Na, das ist ja auch eine gewisse eine Veränderung oder Lean kann ja auch eine neue Digitalisierung mit sich bringen. Na, wenn ich jetzt ein älterer Mitarbeiter bin und habe das vielleicht noch nicht gehabt. Na, es gibt viele Unternehmen, die arbeiten noch nicht allzu sehr mit Tools. Die machen vieles in Excel, wenn überhaupt. Na, gerade in der Baubranche, es gibt auch Leute, die arbeiten noch mit Durchschlagpapier und Stift. Das gibt es auch. Und ich kann diese Leute ja nicht überrollen. Na, das ist so Digitalisierung, so, na, man hat keine Kenntnisse. Ich überrolle die Leute und erwarte jetzt ein blindes Zehn-Finger-Tippen. Das kann ich auch nicht. Also ich bin gut im Tippen, aber ich kann nicht blind 10 Finger tippen mit so und so viel Anschlägen pro Minute. Das kann meine Mutter noch. Die war früher Sekretärin, die schlage ich niemals. Und jemand, der sowas noch gar nicht in der Hand hatte, ja, was erwarte ich von der Person? Das ist erstmal eine Überforderung, die ich habe und da muss man schulen, da muss man zeigen, schau mal, das ist der Mehrwert, ne? Du hattest einen Beitrag mit 7 Tipps gemacht, wo es darum ging, Arbeitszeit zu erfassen.
Ja, und dann würde ich den Leuten auch ganz klar vorrechnen. Schau mal, ihr sitzt da, füllt eure Wochenberichte aus und schreibt so und so lange. Das wird parallel haben wir die Einsatzscheine. Dann muss das gegengeprüft werden. Dann wird das vielleicht in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und dann haben wir die und die Kosten, wenn bis dann endlich mal die Abrechnung geschrieben ist. Und mit dem Tool kann ich allen die Arbeit erleichtern. Guck mal, ich habe hier zum Beispiel ein Trainee-Programm. Ich zeige dir, wie das geht und dann probierst du das einfach mal aus. Die müssen es sehen, es muss greifbar sein und verständlich sein und nicht als Kritik und Überlastung. Ne? Das ist ja auch irgendwo, ich habe vielleicht 20, 30 Jahre da gearbeitet. Gehört zu den Ältesten. Es kratzt ja auch irgendwo an meinem Ego, wenn ich jetzt einfach hier ne, was vorgesetzt bekomme, was für mich böhmische Dörfer sind, weil ich mir selber schon sage, ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissenstechnisch abbilden kann. Jetzt geht es ja bei Lean sich darum, die Arbeit zu erleichtern, aber unterm Strich geht es ja auch, dass dabei irgendwas rumkommt. Also das Stichwort Erfolg. Ja. Wie misst du den Erfolg oder wann siehst du, dass eine Maßnahme, eine Initiative für dich erfolgreich war? Was bedeutet da für dich der Erfolg? Der Erfolg ist erstmal eine gewisse Mitarbeiterzufriedenheit. Nehmen wir mal einen Baukranmonteur. Na, Poka-Jok ist ja die auch eine kontinuierliche Verbesserung. Ist etwas, das nutzen gerade die besonders intensiv, weil in dem Bereich gibt es Anforderungen, da hast du nicht jedes Werkzeug schon parat. Du musst kreativ sein und die bauen sich sehr, sehr vieles selbst, um ihren eigenen Ablauf und Prozess zu optimieren und so gut und so schnell wie möglich zu machen. Und indem ich das wahrnehme und das auch ganz klar kommuniziere, das vielleicht sogar vereinheitliche und sage, hier, das ist ein Schlüssel, den hat für mich, den hat vielleicht der und der Kollege entworfen. Ich präsentiere sowas eigentlich auch sehr gerne der Geschäftsleitung, weil ich sage, fördere deine Mitarbeiter, weil die haben in dem Bereich. Die sind revolutionär, die erfinden dir Sachen für ihren eigenen Gebrauch. Warum machen wir nicht was draus, ne? Dass du denen so ein bisschen auch die Verantwortung gibst. Dadurch kann natürlich auch eine Gehaltserhöhung kommen und man kann diese Werkzeuge vielleicht sogar patentieren lassen. Du könntest sie we oder wenigstens innerhalb des Unternehmens für alle verfügbar machen, dass derjenige, die baut oder Anleitungen gibt, die machen das auch gerne schon untereinander, aber meistens ist es nicht fürs ganze Unternehmen greifbar. Und ich finde, sowas muss man sehen. Das darf gerne gehört, gesehen und genutzt werden, aber auch bezahlt. Also ist dann der Erfolg näher an den Mitarbeitern dran? Das wirst du eher so beurteilen und messen, als dann tatsächlich am Ende des Tages die Euros, die dann eben mehr am Unternehmenskonto Beides. landen. Beides. Je zufriedener der Mitarbeiter, desto mehr rollt der Rubel, würde ich sagen. Das geht Hand in Hand. Und das muss man denen dann auch kommunizieren, weil das hält die Motivation einfach hoch. Die sehen, wir haben was erwirtschaftet. Die sehen, die haben was davon. Die sehen, sie erkennt uns. Es sind Talente sichtbar. Ich werde nach meinen Fähigkeiten eingesetzt, kann sogar noch ein bisschen mehr aus mir rausgehen. Und da schlage ich alle Fliegen mit einer Klappe. Na, sowohl mental, Zugehörigkeit als auch in den Zahlen. Hast du mal Fälle erlebt, wo man sagen muss, ging schief, dieses ganze Lean-Dings, da bin ich einfach auch mal gescheitert oder des Themas gescheitert oder die Firma war dafür nicht bereit, wo es einfach mal nicht gut gelaufen ist? Ja, das war mit den Akten.
kann ich sagen. Das ist einmal komplett schief gegangen. Da fing ich dann an und das ging über meine Abteilung nicht hinaus. Ich hatte auch viel, bevor man sich innerhalb des Unternehmens mit Akten zustellt. Na, es ging darum, digitalisieren, nicht mehr mit Akten vollstellen, wirklich klar zu definieren nach Datenschutz etc., was muss ich wie lange aufheben überhaupt. Da kam ich nicht durch, da war keine Bereitschaft. Ich habe auch oft erlebt, dass Prozesse an meinem Tisch gut funktionierten, aber leider nicht über meinen Tisch hinaus. Man hat den Kollegen zwar einerseits einen Gefallen getan, andererseits aber auch eine gewisse Frustration erzeugt, weil das nicht ins Unternehmen oder in die normalen Standards mit aufgenommen wurde. So hattest du immer unterschiedliche Arbeitsweisen, was sehr anstrengend für Beteiligte sein kann. Das war auch letztendlich deshalb habe ich mich für diese Weiterbildung entschieden, weil ich gesagt habe, ich muss an längeren Hebel, um nachhaltiger meine Arbeit in Unternehmen mit einbringen zu können. Und dafür brauche ich eine höhere Position, was mein letzter Arbeitgeber auch absolut verstanden hat. Die haben auch einiges übernommen, fanden das auch gut. Ich habe mich nur nicht schnell genug wachsen gesehen, dass ich das auch umsetzen kann. Ne? Nicht jeder stampft mal eben eine Lean-Change-Manager-Stelle in einem Unternehmen einfach mal so. Das kann man nicht unbedingt sofort abbilden. Und ich sehe aber in dem Bereich eher meine Zukunft und vor allen Dingen in der Kombination aus beidem. Damit hast du meine zweite Frage eigentlich fast schon beantwortet, was du mitgenommen hast aus dem, wo es mal nicht so gut lief. Und ich glaube, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt diese Weiterbildung, ich möchte wachsen an dem Thema. Das geht auch in die Richtung, oder? Das war doch der Auslöser, ja, dass es auch mal nicht so gut lief. Ja, natürlich, weil ich festgestellt habe, wenn ich jetzt so reflektiere, meine gesamte bisherige Karriere reflektiere, ich habe in vielen Bereichen durchaus meine Fußstapfen hinterlassen, aber nicht so nachhaltig, dass das ganze Unternehmen davon profitieren konnte, und habe festgestellt, das ist dein Ziel. Das ist das, was du eigentlich am besten kannst. Das ist das, was deine Mitarbeiter immer am meisten geschätzt haben, was ich auch über Feedbacks, bevor ich ging oder während meiner Arbeit. Also ich habe da anfangs, wenn ich noch gar keine Ahnung hatte von der Branche, natürlich erstmal Skepsis bis Ablehnung. Aber die haben schnell gemerkt, okay, na, ich wusste früher nicht, was ein Gemba Walk ist. Ich habe die aber schon immer gemacht. Seit meiner ersten Managementstelle habe ich Gemba Walks gemacht. Das gehört für mich zum täglich Brot. Und die habe ich immer mit unterschiedlichen Absichten gemacht. Sei es, um meine Mitarbeiter kennenzulernen, ein bisschen mehr Vertrauen zu erhalten und auch mich selbst zu präsentieren, zu sagen, hey, ich weiß nicht. Ich bin zwar Vorgesetzte, aber duz mich doch einfach. Und wie ist denn so dein Leben hier? Mal ganz ungeschönt. Na, was wünschst du dir? Mhm. Na, und ich scheue mich auch nicht. Also na, als Housekeeping- und Qualitätsmanager musst du ja schauen, dass die Standards innerhalb von einem Hotel gewahrt bleiben. Mir gehen Standards und Vorgaben aber nie über den Menschen. Und ich habe auch schon während meiner Ausbildung festgestellt, manche Prozesse, Reinigungsabläufe, die sind einfach unmenschlich, aber nicht aus Boshaftigkeit, einfach aus mangelndem Wissen.
Na, du kannst nicht mit einem Radierschwamm eine Schwimmbadfliese auf allen Vieren schrubben. Nur es kann dir auch keiner helfen, wenn es keiner weiß. Hätte die Hausdame damals das eher gewusst, die hätte auch einen Schwimmbadfliesenreiniger herangeschafft wie ich. Na, nur das traut sich ja dann keiner. Und diese Hemmschwelle, die musst du in erster Linie bringen. Dann musst du Vertrauen erzeugen, gerade in der Baukranmontage. Ich mag zwar Kundendienst und Disponent gewesen sein und Vorgesetzte von den Monteuren, aber draußen, woher soll ich das wissen? Also habe ich mich dazu entschlossen, erstens erstmal eine Höheneignungsuntersuchung zu machen. Ich habe eine PSA, persönliche Schutzausrüstungsschulung gemacht. Ich habe mir eine PSA rangeschafft. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt bin ich bereit, mit auf Montage zu gehen. Habe den Leitmonteur oder Richtmeister angesprochen, habe gesagt, ganz blöd gesagt, im Büro bin ich der Boss, aber hier draußen bist du's. Ja, wenn was organisatorisch aus dem Büro kommt, bist du der Mitarbeiter, aber heute bin ich es, weil du bist hier der Fachmann. Ich habe Vertrauen in euch, ich habe Vertrauen in eure Fachkenntnisse und du zeigst mir jetzt, wie euer Leben hier ist. Ich habe auch dafür gesorgt, dass ich bei Eis und Schnee und Glätte draußen war. Ich war bei Regen draußen, ich war bei brüllender Hitze, bei unterschiedlichsten Projekten. Weil ich der Meinung bin, du musst es am eigenen Leib spüren, was deine Mitarbeiter aushalten müssen, damit du drinnen am besten arbeiten kannst. Na, weil du musst die Abläufe draußen kennen, du siehst die Schwierigkeiten, du kannst mit jedem Einzelnen sprechen, was ist an Informationen. Was sind deine Prioritäten? Weil deine Prioritäten sind nicht unbedingt meine. Was musst du zwingend haben, um deiner Aufgabe gerecht zu werden? Und das sind alles Themen, die man über Gemba Walks mitgehen, miterleben, erzeugen kann. Ne? Auch ein gewisses Vertrauen, weil ich gebe ja auch, so Vertrauensvorschuss finde ich immer blöd. Man hat Vertrauen. Man sollte zu jedem Menschen erst einmal Vertrauen haben und sich das zu erhalten, ist, liegt bei den anderen. Aber das muss man erst einmal mitbringen und muss alles durchgehen. Und dann sehen die auch, aha, das ist eben nicht nur eine Tippse. Die schreit nicht, wenn sie sich den Fingernagel abbricht. Na, die beschwert sich nicht bei der Geschäftsleitung, weil ich ihr aus Spaß gesagt habe, na, hast du mit dem Gesicht gearbeitet? Na, weil man hat sich die Hände dreckig gemacht, geht sich durchs Gesicht. Ja, dann hast du hier mal einen schwarzen Streifen, da mal einen schwarzen Streifen. Das heißt, ach, sie kann auch Humor ab. Ja, und wenn der Nagel abbricht, ja, dann fragt sie mich nach einer Zange und petzt sich das einfach ab. Na, das gibt ein ganz anderes Bild. Na, oder ich sehe jemanden, der was Schweres trägt, dann sage ich, komm, soll ich mithelfen? Oder es heißt, der Monteur kommt jetzt in einer Stunde rein, der braucht aber das und das Kabel in der und der Länge und die Kabelschuhe. Dann gebe ich ihm nicht nur das Kabel, das ist dann schon zurechtgemacht, weil ich ja mit draußen war. Ich weiß, was er braucht. Also habe ich die Kabelschuhe und alles schon dran gepresst im Optimalfall. Oder habe ihm vielleicht, wenn es ein Hubseilwechsel ist, den Papierkram weitestgehend schon vorbereitet. Sag dann, du, ihr habt Stress genug, nimm das mit so, wie es ist, mit raus. Kunde muss nur noch unterschreiben, alles hübsch. Na? Das sind ganz normale Dinge. Das ist für mich Zusammenarbeit. Was sind so deine Tipps oder Ratschläge für Unternehmen, die gerade erst beginnen auf dieser Reise, das Thema Lead Management, kontinuierliche Verbesserung und so weiter zu implementieren? Lest euch erstmal ein, schaut erst einmal, habt
Habt eine Vision, was wollt ihr? Visualisiert eure Ziele, schaut euch Methoden an, die ihr anwenden könnt im Detail, versteht sie erstmal selbst und wendet sie auch selbst an, weil ich kann nicht Dinge ausrollen, die ich nicht vorgelebt habe, die ich vielleicht selber noch gar nicht so verstehe. Ich habe oft erlebt, gerade im Bereich Digitalisierung, es gibt natürlich Schulungen, es gibt Testphasen, auch mit kleineren Gruppen. Ich finde es immer gut, wenn man Change Management und Lean kombiniert und hat dann diese Change-Beauftragten, die man einen dabei unterstützen, die dann auch helfen, ne? Gerade mittlere, untere Führungsriege. Die sollten erst einmal abgeholt sein, alles verstehen und dann kann ich damit auch an die Mitarbeiter gehen. Nie umgekehrt. Offen, transparent, mit Ehrlichkeit erzeuge ich Vertrauen. Auch klar machen, wir testen das hier oder wir haben das getestet, ausreichend und schauen, dass das was Laufendes ist und nicht so chaotisch. Also ich roll jetzt aus, wir machen das alles schön und dann hapert es an allen Ecken und Enden. Überlastung bei der IT und so weiter. Das ist alles nicht schön. Da bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Das fand ich ein super spannendes Gespräch. Du hast so viel zu erzählen, das fand ich großartig. Ich glaube, da brauchen wir noch einen zweiten Teil dazu. In dem Sinne, wir bleiben im Kontakt miteinander. Ja, ich danke dir auch. Hat echt Spaß gemacht und waren sehr spannende Fragen auf jeden Fall. Und wir bleiben definitiv in Kontakt. Sie möchten vielleicht auch mal Gast in meiner Serie sein, Schröder fragt nach, und sich mit mir über Unternehmensführung oder aktuelle Themen wie künstliche Intelligenz, Prozessmanagement, Lean-Management und Ähnliches unterhalten. Sehr gerne melden Sie sich bei mir. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Und bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.